Die Wochen angespannter Ruhe sind vorbei. In der Ukraine eskaliert die Gewalt erneut. In der Hauptstadt Kiew sind Anhänger von Präsident Janukowitsch und Regierungsgegner mit Brandsätzen, Steinen und Feuerwerkskörpern aufeinander losgegangen. Zuvor waren Tausende zum Parlament gezogen. Die Demonstranten fordern eine Verfassungsänderung. So soll die Macht von Präsident Viktor Janukowitsch eingeschränkt werden. Nach Oppositionsangaben sollen mehrere Menschen getötet und über 100 verletzt worden sein. Die Situation eskalierte, als gewaltbereite Demonstranten versuchten, die Polizeiabsperrungen vor dem Parlament zu durchbrechen und begannen, mit Steinen nach den Beamten zu werfen. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas, Gummigeschossen und Blendgranaten. An mehreren Orten in der Stadt kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Eine Gruppe von mehreren hundert Demonstranten besetzte die Zentrale der Partei von Präsident Viktor Janukowitsch. Mit Molotow-Cocktails und Pflastersteinen bewarfen sie das Gebäude. Schließlich verschafften sie sich mit Äxten Zugang. Seit Monaten lebt ein Machtkampf die Ukraine. Die Opposition protestiert gegen den amtierenden Präsidenten Janukowitsch, seit der Politiker ein Assoziierungsabkommen mit der EU auf Eis gelegt hatte.